Hallo ihr Lieben, heute geht es mal wieder um Futter und zwar wollte ich euch etwas empfehlen. Das hier sind weiße Mückenlarven, die leben. Ich zoome mal ran. Wer es nicht sehen kann, einmal überspringen, 20 Sekunden. Die leben und sind als offene Ware. Und viele kennen das nicht, weil ihr braucht meistens gar nicht solche Mengen. Das sind jetzt 500 Gramm Mückenlarven, die sind jetzt 4 Wochen. Das sieht ganz schön eklig aus. Ne, die sind 3 Wochen jetzt bei mir. Sind im Kühlschrank und leben. Das ist so die übliche Verpackung für Großkunden, Großzüchter. Die sind einfach in Zeitungspapier eingewickelt. Die Zeitung wird immer wieder feucht gemacht. Dann lasse ich mal ein bisschen Wasser drüber laufen. Und dann kann man die so verfüttern. Ich lasse sie natürlich noch mal ein bisschen durchspülen. Aber wenn ich immer so eine Menge habe, pro Fütterung, pro Tag, ohne damit gerade zu züchten, dann werden es natürlich mehr. Lasse hier immer ein bisschen Wasser drauf laufen, dass sie nicht austrocknen so doll. Das ist ein viel Vorführeffekt. Und gerade die mit mehreren Fischen, die haben dann natürlich den Vorteil, so tue ich das dann einfach rein, ist das geschützt vom normalen Essen. Geht gleich mal weiter, ich gehe mal in den Fischraum. So, ich bin jetzt mal gerade hier bei mir im Waschbecken und lasse die mal eben durchsäubern unter klarem Wasser. Ich habe hier dieses Artemia-Netz und um die gleich besser zu dosieren, mache ich die hier in das Wasser rein, weil das für mich gerade einfacher ist. Ich nehme nämlich keine Pinzette, sondern eine Pipette. So. Und das Wasser ist jetzt ein bisschen. So, die standen jetzt gerade mal 2 Minuten und ihr seht, da ist Leben drin. Und ich würde mal behaupten, die sind ganz schön frisch, oder? Schaut mal, wie schön die wackeln und zubbeln. Und dann nehme ich hier meine Pipette, habe ich euch unten im Infobox verlinkt. Muss das natürlich ein bisschen durchwuscheln, weil die oben schwimmen. Die werden sozusagen in dem Kühlschrank und ohne Wasser in so einen Winterschlaf versetzt. So würde ich das jetzt mal meinen. Ich habe nicht 100% die Ahnung. Da müsste ich nochmal denjenigen anschreiben. Aber für mich ist das viel einfacher, weil es stinkt nicht. So gerade die weißen Mückenlarven stinken nicht. Und ich habe halt keine Probleme. Guck mal, jetzt hat sich, glaube ich, eine Mücke gebildet. Da sind die Füßchen. Guck mal. Also ja, die entwickeln sich weiter, aber ich würde mal sagen, dass das wesentlich langsamer geht. So, leider ist die Pipette hier unten nicht ganz so. Aber ihr könnt sehen. Wups, plops. Und die ist schön groß. Und dann sind wir hier bei den Rubras. Und dann kann ich die hier schön reinmachen. Da ist auch mein erstes Rubra-Baby. Guckt mal. Oh, da sind noch mehr Babys. Guckt mal. Geht mal einen Schritt weiter weg. Das lassen die sich jetzt schmecken. Und natürlich bei den Jungspunden. Die kriegen natürlich auch ein paar. Und die lassen sich die natürlich auch schmecken. Frischer geht's kaum, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, die Mädels kriegen natürlich auch was. Und ich kann das hier super schön, super schnell, die sehen sich übrigens nicht, dosieren. Okay, sie hat es nicht mitgekriegt. Ja, ist da hinten hingeflogen, Mäuschen. So, mach ich's nochmal so. Ups, weg ist es. Die freuen sich hier schon. Und dann kann ich die schön dosieren, so wie ich es brauche. Oder wie die Fische es brauchen, besser gesagt. Na, hast du es nicht gesehen? Doch, da.
lecker. Also ich würde mal sagen, richtig genial. Und so eine Portion reicht jetzt hier für ja, knapp 30 einzelne Fische oder 40, weiß nicht, zähle hier nicht. Und dann noch die Jungtiere um die 100. Und ich würde sagen, wenn man dann schönes warmes Wasser nimmt, das war jetzt kaltes, dass sie schon ganz schön gut zappeln, oder? Was meint ihr? Guck mal, die sind jetzt von Videobeginn, wo ich sie rausgenommen habe, sind es original vielleicht eine Minute länger. Also kann ich euch voll ans Herz legen. Es gibt leider nur 500 Gramm als Mindeste. Also mir würden schon 250 Gramm reichen. Ich teste das jetzt natürlich, wie lange ich damit hinkomme. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt nicht jeden Tag gefüttert. Ich habe 2-3 Tage mal ausgelassen. Aber ich müsste jeden Tag diese Menge verfüttern, weil sonst... Ja, also ich hoffe, das reicht jetzt 6 Wochen. Die Pipette ist so geil, ne? Aber es bleibt immer irgendein Wurm hängen. So, das kriegen jetzt die Imbellis. Guck mal, wie schön die Farbe ist. Links das Weibchen, rechts das Männchen. Und hier wie die zappeln. Da ist noch ein Weibchen, ein junges, aber das Männchen. Zu dem muss ich auch mal ein Video machen. Guck mal, hier ist das andere Männchen. Bei den Imbellis ist das anders als bei den Splenens, also bei den Wildformen. Bitte verwechselt nie die Wildform mit den Hybriden oder Hochzuchten. Das sind komplett andere Fische. Also das sind jetzt meine ersten Wilden von Imbellis und ich bin echt sehr zufrieden. Upp, mal nicht so wackeln hier, ne? Genau. So, das dazu. Ich würde sagen, ich fütter jetzt noch die anderen hier. Tick. Und wünsche euch einen schönen Tag. Lasst mir ein Like da, ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Gerade ein bisschen weniger, aber das wird wieder mehr. Ich verspreche es euch. Und ich bin öfters mal samstags oder sonntags live auf Twitch. Da heiße ich Dani Dino Chor. Auch auf YouTube übrigens. Würde mich freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischaut. Liebe Grüße, macht's gut, bye.